Moin, hallo und willkommen zurück zu The Last Dream in der Developers Edition. Wir sind mit der Dame unterwegs und ich muss diesen Koffer hier lösen. Aber ich habe das hier die ganze Zeit probiert und es geht aber nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das lösen kann. Ich kann die hier wechseln, weil der springt ja immer auf den hier, auf den übernächsten. Das ist kein Problem hier am Anfang. Die vier sind kein Problem. Sobald ich jetzt aber einen von den zweiten hier rausnehmen will, blockiert er mir die Mitte und somit komme ich nicht weiter. Weil das Problem ist, die können nur in die Richtung, in die sie müssen. Und ja. Ich kann den jetzt hier hinschieben, zum Beispiel. Jetzt habe ich das Problem, ich kann den nicht bewegen. Und wenn ich den jetzt hier runtersetze, kann ich den nicht dahin bewegen. Es geht nicht. Dass ich hier eine Lücke kriege, dass ich den bewegen kann. Das heißt, der blockiert mir hier alles auf einmal und du kommst nicht weiter. Und umgekehrt ist es genauso. Wenn ich jetzt hier wechsle, mach das hier mit denen, kann ich hier zwar rüber gehen, aber ich kann den nicht wieder zurücksetzen. Ich müsste hier rüber. Man müsste die irgendwie der Reihe nach wegkriegen. Aber ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Weil sobald ich jetzt egal wen, ich kann auch den hier nehmen, blockiert ihr mir alles. Und es geht nichts mehr. Ich kann hier rübergehen, ich kann den nicht mehr zurückfordern. Ich kann die nicht weiterschieben. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Jetzt habe ich hier alles in der Mitte gesetzt und jetzt ist alles blockiert. Es geht hier gar nichts mehr. Die können nur in die Richtung. Das irritiert mich hier. Ich würde sagen, ich werde das überspringen. Ich wollte ja noch ein bisschen chillen hier mit euch und ich bin einfach zu doof dafür. Ich würde sagen, überspringen. Es wird hier tatsächlich nicht mal erklärt, wie das gemacht wird. Wie man das hinkriegt, weiß ich nicht. Also wenn das einer kann, Respekt. Eine Bankkarte, eine Taschenlampe und Dynamit haben wir jetzt hier, okay. Die Intuition sagt mir, dass dort etwas in der Erde vergraben wurde. Warum ausgerechnet hier und an der Stelle? Moment, können wir zufällig, kannst du zufällig, warte mal. Kannst du zufällig graben? Cool, dass wir auch die Katze dabei haben. Ein Kassettenrekorder. Ach, guck mal einer, schau. Den können wir kombinieren. Eine Kassette. Können wir mit der Kassette hier irgendwas machen? Bankkarte? Ich kenne den PIN-Code nicht. Okay. Kassette? Auch nicht. Rekorder mit Kassette. Klebeband. Taschenlampe. Da kommen wir nicht weiter. Fahrstuhl ist blockiert. Tja, was machen wir denn dann? Hier ist nichts, ne? Ne, da ist nichts. Hier kommen wir mit der Bankkarte weiter. Wer versteckt denn da einen Code, bitteschön? Okay, die Bankkarte und den Code. Jetzt kriegen wir wa was? Ein Code hier? Jo. Okay, was haben wir hier? Löse das Puzzle und finde den Code für das Gepäckfach heraus. Was haben wir denn hier? Da haben wir einen Kasten, dann eine 1 und ein Dreieck. Das wäre also ein Stern. Stern ist eine 1. Okay. Jetzt ist die Frage, das Dreieck, das Viereck und das Dreieck, was es ist. Der Stern ist eine 1. Wie soll man das denn rausfinden? Warte mal. Ist das das, was rauskommen soll? Bin mir nicht ganz sicher. Dreieck ist eine 4? Ne, das müsste dann aber eine 2 sein, das Dreieck dann, oder? Und das Rechteck ist eine 5, kann das sein?
Hier unten muss eine 7 rauskommen. Das müsste das Ergebnis sein, was hier ist, glaube ich. Hoffe ich mal. Wenn das eine 7 wäre, dann müsste das hier eine 5 sein, wenn das eine 2 ist. Warte mal. Jetzt bin ich doof. Dann müsste das eine 6 sein, ne? Das müsste eine 4 sein, das müsste eine 7 sein, wenn das denn richtig ist. Ich weiß nicht genau. Und das müsste eine 6 sein. Ist es nicht, okay. Oder muss ich das, wie muss ich das denn machen hier? Das plus das gibt 7. Das kann aber eigentlich keine 3 und 1 sein, weil das Dreieck, das muss eine 2 sein hier. Das muss eine 2 sein. Das hätte ich gesagt, müsste eine 5 sein. Damit wir hier hinkommen, hoffe ich mal. Oh, okay. Das haben wir schon gelöst. Na gut. Das ging jetzt aber schnell. So, der Schlüssel. Ist der Fahrstuhl offen? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Okay. Ui. Bevor ich den Generator starte, muss ich erst das Wasser entfernen. Klebeband. Aber das ist doch noch nicht gedingstet jetzt hier. Das ist doch noch kein Benzin. Der Pfeil zeigt auf leer. Wie der Pfeil zeigt auf leer. Ach da, wir müssen was nachfüllen. Das heißt, wir brauchen nochmal mit der Gießkanne Material. Okay, wir gehen nochmal zurück. Das ist Notstromgenerator dann oder wie oder was? Ist das wohl jetzt eine Gießkanne voll? Mit Benzin. Und warum fährt der jetzt weg? Ich habe keine Ahnung. Sehr merkwürdig. Okay, wir gehen jetzt hier rein und dann gießen wir das voll. Oh, Backe. Okay, was haben wir denn hier? Folge den Kabeln und stelle alle Glühbirnen in der richtigen Reihenfolge an. Ich weiß die Reihenfolge ja nicht mal. Der Reihe nach, das ist die 1. Okay. Was geht da lang? Das ist dann die 2. Das wäre die 3. Der geht, wo geht denn der lang? Da lang. Da lang. Das ist die 4. Die 5 geht da lang. Die 6 geht hier. Hier lang. Die 7 geht da lang. Die 8 geht da lang. Die 9 geht hier lang. Und die 10 geht da lang. Okay. Feuerlöscher. Ist hier noch mehr? Das sieht aus wie eine Zahl vielleicht. Bin mir nicht sicher. Da können wir noch was gucken. Da ist etwas in dem Lautsprecher, aber ich komme nicht heran. Kannst du da rankommen? Nee, du kommst auch nicht ran. Ne? Okay. Das Mikrofon scheint mit dem Lautsprecher an der Säule verbunden zu sein. Okay, das heißt, wir müssen. Aha. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Musik laufen. Das ist. Können wir das hier öffnen? Wir haben keinen Bolzenschneider oder sowas, ne? Da ist noch eine Tür. Dynamit und Gasflasche, kann man das kombinieren? Nein, sollte man, glaube ich, nicht kombinieren, die beiden Sachen, ne? Was muss ich denn machen? Hier ist nichts mehr, ne? Hier draußen noch irgendwas? Nee, auch nicht, ne?
kann ich hier die und was? Unterstützten Masten zerstören. Damit nicht. Damit, aber das muss noch gebaut werden irgendwie. Können wir das da reinpacken? Ne, wir müssen irgendwas kombinieren. Ich weiß noch nicht genau, was wir brauchen. Was sind die Dietrich haben wir jetzt hier, um mal irgendwas aufzumachen? Das heißt, hier kommen wir noch nicht weiter. Da kommen wir. Ne, Moment. Doch, das geht hier direkt hin. Können wir da irgendwas. Ich sollte es eigentlich besser wissen. Wir bräuchten eigentlich einen Bolzenschneider oder sowas hier. Da geht nichts mehr. Bin gerade überfragt. Wir kommen nicht weiter, weil das alles zu ist. Das heißt, wir müssen irgendwie noch was finden, um diese Sachen zu verbrauchen. Aber wo brauchen wir sowas? Da komme ich dahin, da will ich jetzt aber gerade nicht hin. Hier war aber auch nichts mehr. Ich muss das hier umstürzen lassen. Das heißt, wir müssen das noch nachher benutzen, glaube ich. Da ist noch was. Die Luke ist verschlossen, niedrig hier. Ah, okay, das ist eine Schweißerflasche. Okay, damit können wir vielleicht den Zug auch aufmachen. Auch nicht schlecht. Was ist denn das für ein, ich frage einfach gar nicht. Das Teil. Ein Flugzeug fehlt. Okay, hier ist ein Hubschrauber. Das schlagfeste Glas lässt sich mit einer Fernsteuerung öffnen. Okay. Da ist noch ein Teil. Das Teil brauchen wir. Müssen wir eine Kreissäge sammeln. Wo kommt das Wasser? Ich muss es blockieren. Frage ist mit was? Ich muss das Wasser blockieren. Wir müssen erstmal ein paar Rahmenteile finden und sowas. Da komme ich nicht ran, okay. Wenn ich den Schrank bewege, wird er den Fluss blockieren. Ja, bewegen wir nicht. Ein Flugzeug fehlt. Da komme ich nicht ran, okay. Zwei Teile brauchen wir noch. Da kommen wir nicht ran. Die Auswahl ist ein bisschen begrenzt jetzt, hier muss ich zugeben. Da ist noch ein Teil. Das Teil. Kriegen wir denn irgendwas fertig hier? Wir kommen da gar nicht ran, ne? Wenn ich den Schrank bewege, kommen wir darüber. Aber wie kann ich den Schrank bewegen? Bitte schön. Hier sind noch Flugzeuge, aber das zählt nicht. Okay. Da, jetzt brauchen wir noch einen Hammerkopf. Wo ist der denn? Ich habe keine Ahnung. Da ist noch ein Teil, da komme ich auch nicht ran, ne? Schlagfestes Glas lässt sich mit einer Fernbedienung öffnen. Das heißt, wir müssen die Fernbedienung erst haben. Die noch nicht komplett ist. Da ist noch ein Teil, da ist noch ein Teil. Da kommen wir nicht ran. Das heißt, es muss noch irgendwas hier auf der Seite sein, wo noch nichts weg ist. Kommen wir nicht ran. Ist das schon wieder so offensichtlich, dass es schon wieder nicht offensichtlich ist? Oder wie ist das hier? Da muss noch ein Flugzeug drauf. Aber das können wir gar nicht machen. Ich würde es gerne mitnehmen, aber darf ich nicht. Okay. Ich würde den auch gerne darüber schieben, aber ich darf nicht. Warum darf ich das nicht? Und wo liegt das Hammerteil, was ich noch brauche? Da ist nichts. Hier kann ich klicken, in dem Bereich hier, aber da nicht. Der ist komplett gesperrt. Das heißt, hier muss noch irgendwas liegen auf der Seite. Bin gerade ein bisschen konzentriert, das tut mir leid. Ich versuche gerade ein paar Dinge zu finden, die man gebrauchen kann, aber irgendwie
Ist ja nichts. Das Flugzeug ist da, da komme ich auch nicht ran. Wo kommt das Wasser? Ich muss blockieren. Ja, wir müssen das Wasser blockieren. Können wir die Schubladen aufmachen? Ne, können wir nicht. Uns fehlen auch noch zwei Rahmenteile und ich weiß noch nicht mal, wo die sind. Hier darf ich gar nichts klicken. Wenn ich den Schrank bewege, wird er den Wasserfluss blockieren. Ja, das würde ich gerne, aber darf ich halt nicht, ne? Das ist das Problem. Das ist wieder so eine Never-Ending Story oder wie, oder was? Was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Dann geht's wieder los. Tja, da muss ich nochmal rumprobieren. Ich weiß nicht genau, ich würde gerne das Hammerteil finden, weil wenn wir das Hammerteil finden, dann haben wir einen Hammer. In der Hoffnung, dass wir vielleicht hier so ein paar Löcher dicht kriegen, aber ich sehe es gerade nicht. Ich schaue nochmal und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!